Das ist ein neues Format, was ich mir überlegt habe. Und zwar heißt es, was wäre wenn? Ihr könnt gerne in den Kommentaren eine was wäre wenn Frage stellen. Und ich werde sie das nächste Mal einfach im Stream beantworten. Danach auch auf YouTube hochladen. Die Idee ist mal letztens in den Sinn gekommen und im Stream kam sie sehr gut an. Also gib mir auf jeden Fall ein Feedback und lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr das Format gut findet. Hier ist eine gute Frage. Was wäre, wenn du jede Sprache der Welt sprechen kannst? Hat jemand einen Plan, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt? Laut dem aktuellen Verzeichnis von Ethnologue gibt es weltweit 6900 unterschiedliche Sprachen. Das bedeutet, wenn du nur eine Sprache kannst, kannst du nur 0,0006% der Sprachen auf der Welt. Leute, es gibt 6900 Sprachen auf der Welt. Stellt euch mal vor, ihr könnt einfach jede Sprache davon und ihr könnt einfach überall hin. Und jeder versteht euch, weil er einfach jede Sprache beherrscht wie eure Muttersprache. Stellt euch vor, ihr macht zu Urlaub Italien, Spanien, Portugal, Madeira oder Russland, Vietnam, Asien, China, Japan. Ihr könnt einfach überall hin und ihr könnt einfach jede Sprache der Welt sprechen. Vor allem, wie geil wäre das eigentlich? Just for the flex? Stellt euch vor, du bist nur der einzige Mensch auf der Welt, der jede Sprache kann. Du bist instant fame. Stellt euch vor, du machst ein Video, wo du jeden Menschen auf der Welt begrüßt. Also nicht individuell, 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Aber stellt euch vor, du machst so ein YouTube-Video, wo du in 6900 Sprachen sagst, hey, wie geht's dir? Ich bin der Tsunami. Freut mich, dass du da bist. Das Video wäre viral. Du könntest instant sofort berühmt werden. Einfach nur dadurch, dass du einfach jede Sprache auf der Welt kannst. Ich meine, was auch irgendwie geil wäre, ich weiß nicht. Findet sich geil, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt? Oder würdet ihr es geiler finden, wenn es nur eine Sprache für die ganze Welt gibt? Ich überlege gerade mal selber, dass es so viele Sprachen gibt, ist eigentlich viel geiler. Ich finde es eigentlich geiler, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt, muss ich sagen. Ich finde einfach diese Vielfalt, die wir einfach auf der Welt haben, das ist einfach so geil. Ich glaube, wenn alles gleich wäre, wäre es auch irgendwie langweilig. Ich glaube, wenn ich jede Sprache auf der Welt kann, dann werde ich safe dadurch fame. Jeder will mit mir reden. 6900 verschiedene Menschen werden sicher sagen, meine Sprache kannst du nicht. Dann kann ich das Gegenteil bezeugen. Ich würde dann einfach mal eine fette Weltreise machen. Beste Leben. Bubble kommt her und sagt, Sprache lernen, Bubble. Und dann bin ich einfach so das Model für Bubble. Ey, stellt euch mal vor, einfach so mein Gesicht irgendwie auf jeden Sprachkursbuch. Stellt euch vor, ihr öffnet so euer Buch in der Schule und, also, ihr seht so euer, ihr kriegt so ein neues Buch in der Schule für, keine Ahnung, Latein, Französisch, Spanisch, etc., Englisch, was man halt lernt. Und stellt euch vor, ich bin einfach so oben auf dem Titelbild.